So, Freunde, Journey of Life Folge 2. Wir sind weiterhin dabei, hier uns zurechtzufinden. So gut es geht. kann ich das hier nicht unten in die Toolbar ziehen irgendwie? Weil wird. Würde es gern irgendwie? T für Baumodus. Hä? Oh, was ist denn das? Nee, das möchte ich jetzt nicht. So, das haben wir jetzt in der Hand hier. Kann ich denn irgendwie eine Axt bauen oder sowas? Eine Axt? Ja, wir können eine Axt bauen. Das sieht auch gut aus. So. Da die Axt, die nehmen wir jetzt in die Hand. Wie auch immer. Ich würde jetzt gern irgendwie die Dinger hier bearbeiten. T für Baumodus. Okay, jetzt haben wir hier eine Plattform. Könnten wir auch hier hinsetzen schon. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Komm. Da eine hin. Da machen wir schon was hin. Da machen wir schon was hin. So. Hier auf jeden Fall schon mal was wir bauen können, glaube ich. Oder? Oder halt noch nicht. Was brauchen wir denn dafür? 5 Birke. Das sind normale Loks. Kann ich denn hiermit irgendwas machen? Kann ich die irgendwie klein schlagen oder sowas? Hm. Das ist die Axt, die nehmen wir jetzt mal in die Hand. Können wir damit hier irgendwas zerkleinern oder so? Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Können wir die noch kleiner machen? Ah ja. Aber irgendwie was Bestimmtes kriegen wir jetzt nicht hier raus, oder? Hm. Anscheinend ja nicht. Wir können höchstens mal versuchen, irgendwie so einen dünnen Stab hier kaputt zu machen. Irgendwie so was Kleines hier. Gucken wir mal, ob wir davon das rauskriegen, praktisch, was wir gerade brauchen. Sag mal hier die Dinger. Mal hier ein Bambusrohr. Was brauchen wir denn nochmal für einen Rucksack? Geraden Stock. Aber wo kriege ich halt die geraden Stöcke her, ne? Hm. Was ich halt auch nicht verstehe, ist, wieso ich den Hammer nicht hier unten reinziehen kann. Ah doch. Mann, jetzt geht das. So. Jetzt haben wir den Hammer in der Hand. Können wir hier schon irgendwas machen? Hm, nee, auch noch nicht. Hier können wir auch noch nichts machen. Können wir den hier irgendwie verschieben? Würde den irgendwie entfernen. Oder jetzt da alles. Können wir denn da unten durchswitchen? Wie geht denn das? Z des Träum. Ah, Z ist des Träumen. Guck mal an. Da kommen wir ja hier.
Hold left mouse button. Destroy the selected Struktur, aber. Die macht das nicht. Aber hier geht das. Hier geht das, guck mal. So, dann können wir das nämlich ein bisschen weiter hier vorne hinsetzen. Hier nämlich wieder im Baumodus. So. Und nämlich hier so ein kleines Hütchen erstellen. Claim Mode, Change, Alt und Scroll. Ah, hier. Ah. Ja, cool. Hier können wir den Eingang hinmachen. Und wie komme ich denn jetzt auf die Pillar da? Shift plus R. Ey, das ist was anderes. Destroy Mode, Claim Mode, Toggle, Shift und Alt. Ah, okay. Wie komme ich denn jetzt zu den komischen Pillar da? Jetzt, hier, guck mal. Zack. Zack, zack, zack. Über Pillar schon mal hinsetzen. Also das Grundgerüst wissen wir dann praktisch, wie wir das erstellen können, aber der Rest wird jetzt gleich noch lustig. So, jetzt machen wir hier den Eingang. Zack. Eine Wand hin. Können wir eigentlich ein Fenster hin machen? Oh, hier haben wir eine Tür noch. Und da mit rein. Hier wieder normale Wände. Guck mal, wir können auch zwei übereinander. Das ist ja auch cool. So. Hier wieder ein Fenster reinmachen. Ja, nice. Kommen wir jetzt hier wieder raus. Building Mode ist T. So. So, haben wir das ja schon mal. Wir brauchen dafür lauter Birke-Gedöns hier. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was das alles hier ist. Wir müssten jetzt mal gucken, dass wir irgendwoher Stöcke kriegen. Kokosnuss können wir futtern. Vielleicht gelten die auch als Stöcke, ich weiß es halt nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Ach, hier, können wir einen Rucksack bauen, Craft. Bin ich mal gespannt, wie viel wir denn mehr tragen können. Unser Haufen wird langsam, wa? Haben wir den jetzt an? Ja, hier, sehen wir das ja. Oh, cool. Da können wir jetzt ja schon ein bisschen tragen hier. Mal ein bisschen Futter mitnehmen. Zack, hier eine Kokosnuss. Auch noch eine Kokosnuss. Dann können wir mal hier vorne gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, wenn wir sowas hier wegkloppen. Ob das... Das ist der Hammer. Das ist die Axt. Wenn wir das hier wegkloppen, ob wir da was anderes rauskriegen.
Das sind auch Loks. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da nur Loks rauskommen. Was ist das denn hier? Ifan-Zapfen, okay. Schade, dass wir jetzt da keine Stöcke rausbekommen haben. Wo kriegen wir denn Stöcke her? Verdammte Axt, das macht mich jetzt fuchsig, ne? Blueberries. Ach, guck mal hier. Das sieht doch noch was aus hier. Was haben wir denn hier alles? Birke. Ach, das sind die Dinger, die wir auch brauchen. Guck mal einer an hier. Nicht mal so einfach, das alles wegzuholen hier. Irgendwie habe ich mich hier gerade festgebackt. Nee, geht okay. Berries alles schön einstecken hier. Wer weiß, wann wir nochmal was zu essen kriegen. Also die Tooltips sind auf jeden Fall nice, dass die jetzt überall stehen und so ein bisschen erklären. Auch, dass sie so langsam, aber sicher die Sprachanpassung machen. Die sind wirklich am Ball hier. Auf jeden Fall nice. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das sind russische Entwickler. Birkendinger, die wir brauchen können. Das Einsammeln hier, egal. Mitnehmen. Wenn wir jetzt den Rucksack haben. Das haben wir, das haben wir. Okay, dann gehen wir mal gucken. Ein bisschen was können wir denn schon mal dran klatschen hier, wa? Jetzt brauchen wir Bretter. Hier, da brauchen wir Birke, Birch, wie auch immer. Wie machen wir das denn? Wie liegt das? Liter Foundation, ach so. Na? Fast, wir haben fast etwas fertig hier. Das können wir mal rausschmeißen. Das brauchen wir nicht. Das können wir dazulegen. Das können wir dazulegen. Das können wir hier zulegen. Die können wir dazulegen. Hier haben wir gleich noch was zu futtern. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mehr von diesen Gebüschen suchen. Oder was wir da ab... Was haben wir denn da abgekloppt? Ich glaube, die Gebüsche haben wir abgekloppt, oder? Also hier die Sträucher. Das hier haben wir abgekloppt. So, da kommen die ganzen Bretter so weit das schon runter. Jawohl. Da ein Stock, da ein Stock, da ein gerader Stock, da die ganzen Bärchen einsammeln. Können wir schön schnabulieren, wenn wir Hunger kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das Vergammeln jetzt hier schon eingestellt ist. War nämlich damals noch nicht der Fall. Da hat man nämlich schön in Ruhe sich ausgiebig hier durchtesten, machen und tun. Oh, ich glaube, ich bin voll. So, machen wir erstmal da vorne den kleinen Tisch fertig. Schwupp, so. Jetzt können wir hier dran, wie war das, genau, hier dran können wir auch einiges herstellen. Stationen, und zwar das ist ja schon mal gar nicht verkehrt hier, weil dafür brauchen wir Tondingens hier. Woodworks.
Okay, da können wir das hier hinsetzen. Was haben wir denn hier noch? Ein primitives Bett. Ein Satch-Chest. Firewood Station. Das können wir auch schon mal platzieren. Das haben wir ja auch schon ein paar gemacht. Das platschen wir einfach mal hier neben. So, guck mal. Haben wir das schon mal fertig? Da können wir nämlich hier. Können wir nämlich Feuerholz machen dann. Haben wir noch? Water Tower, das brauche ich nicht. Drawing Table, das brauche ich auch noch nicht. Wo kann man denn eine Säge eventuell herstellen? Wassersammler. Komm, den platzieren wir auch schon mal. Brauchen wir auf jeden Fall noch nicht, aber später haben wir das schon mal. Brauchen wir denn Loks? 1 Meter Lok, 2 Meter Lok. So, da haben wir 2 Meter Lok. Hier haben wir die 1 Meter Loks. Kommen wir ja schon mal hier. Achso, ne, können wir noch nicht. Müssen erstmal die 1 Meter Loks rein, wa? So. Gleich noch ein paar herstellen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da haben wir ja noch ein paar hier. Zack. Zack. Haben wir in die Hand wieder. Komm, den kannst du ja wohl mal bearbeiten hier. Was soll denn das jetzt? Den bearbeitet er jetzt nicht mehr. Will er nicht mehr. Ach so. Wow, weil ich den Hammer in der Hand habe. So. Brauchen wir noch einen Lok? Einen Meter. Brauchen wir denn jetzt Faserseile? Okay. Gehen wir auch hin. Die Seile müssen wir noch herstellen. Wie haben wir denn das nochmal gemacht? Genau, da brauchen wir diese Fasern, ne? Wir müssen überall Fasern sammeln gehen. Gucken wir mal hier oben bei den Gebüschen, die eben noch weggemacht haben. Müssen ja noch ein paar Seile oder Fasern hängen. Hier, komm her, du Bärchen. Hallo. Ja, dann Kula halt weg. Ist doch irgendwo hier eine Kokosnuss? Bestimmt irgendwo, oder? Hier. Plopp, die kann man nämlich mal schnell schnabulieren. Um das Trinken voll zu kriegen und Essen natürlich. Seile. Wir brauchen Seile. Herstellbares hier. Machen wir mal 15 Stück. Material dafür liegt ja hier genug rum. Aber wir kommen gut voran.
Oder sollten gut vorankommen. So, dann können wir das jetzt gleich schon mal da hinten verbauen. Brauchen wir nur noch eine Säge. Da müssen wir gucken, wie wir die herstellen. Ich denke mal, dafür brauchen wir Metall, wa? Ja, aber die Frage ist, wo stellen wir das her? Das tolle Sägeblatt. Die Fischfalle. Ein Brechtisch können wir auch schon mal machen. Werden wir, denke ich mal, auch noch öfters brauchen. Jetzt wird der dunkel. Wie mache ich denn das an hier, Feuerstelle? Benzin und so weiter. Ja, keine Ahnung. Habe ich echt keine Ahnung. So, kann ich... Moment. Wir gehen jetzt nochmal in das Baumenü. Ich würde nämlich jetzt gerne mein erstes Teil fertigstellen. Und zwar T ist der Baumodus, Z ist der Destroy-Modus. So. Das hier möchte ich destroyen. Möchte da stattdessen gleich etwas anderes hinsetzen. So. Können wir gleich hier drunter setzen. Ist ja kein Problem. Ich denke mal, dass es funktioniert. Und zwar möchte ich... Was war denn das jetzt hier? Die Plattform. Die möchte ich gleich hier drunter setzen. Bis gleich. Zack. Und zack. So. Genau. Können wir nicht. Okay, dann müssen wir das alles nochmal wegmachen. Ja gut. Machen wir halt alles nochmal weg. Kein Problem. Machen wir das halt nochmal neu. Aber liebe Freunde, wieder bei 22 Minuten. Das wird für euch, denke ich mal, die nächste Folge werden. Ich mache das jetzt hier noch weg. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, macht's gut.